Ich kenne das Problem, nach einem wirklich super mega Hammer-Album einen draufzusetzen. Und ich rechne den Jungs hoch an, dass sie wirklich versucht haben, sich Gedanken zu machen und zu versuchen, auf dieses Album einen draufzusetzen. Stichwort Punkrock-Oper. Wir gehen mehr Richtung Glam, Stadionrock und so. Und ich finde aber, dass es einfach zu künstlich ist. Also man versucht da halt wirklich einen auf Queen zu machen, Guns N' Roses, Kiss. Und also für mich, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch schon zu alt und kenne zu viele Sachen. Weißt du, der 16-jährige Emo-Punkrocker mit seinem Kajalstift so geht halt vielleicht einfach in den Laden, kauft sich das und denkt so, wow, ey, das habe ich noch nie gehört. Aber dafür, das war halt einfach schon zu oft da. Ja, apropos zu alt, dann fragen wir doch mal jemanden, der sich mit Alter auskennt, nämlich Herr Klaus. Und danke, danke. Also du musst das alles schon mal besser gesehen haben eigentlich. Ja. Nein, also, ja, was mich, ja natürlich, sowas sieht man ja quasi jeden Tag besser. Und, ganz generell, also was mich an der Platte stört, dass halt Lied 1 genauso wie Lied 2 bis 14 klingen, grundsätzlich. Und wenn man halt Lied 1 schon nicht gut findet, dann kann man eigentlich auch... Also ich finde so diesen straighten Emo-Punkrock, melancholischen, weiß ich nicht was, Sound, wie das zum Beispiel bei dem dritten Song auch ist, also was mich halt stört, ist zum Beispiel dieses ständige Oktavgeriffe geht mir total auf den Keks, weil das ist ja nun mal was, was halt jede scheiß Skatepunk-Band andauernd macht. Und Findest du das Ganze auch ganz gut? Ich finde, ein Oktavgeriffe ist immer eine Verlegenheitslösung. Das macht man, wenn man einem nichts einfällt. Oder wenn man halt sagt, wir machen jetzt Skatepunk, dann muss man das machen. Weil sonst Skater halt nicht verstehen, worum es geht. Oder wenn man sagt, wir machen Musik von Leute, für Leute, die eigentlich Musik nicht mögen und sich nur vom Effekt blenden lassen. Ja gut, aber dafür, glaube ich, sieht der Sänger zu schwul aus. Also ich wollte das jetzt nur einbringen, weil eben Neger und Behinderte und jetzt muss noch irgendwas mit schwul rein. Aber apropos Sänger, was mich halt daran stört, ich kann diese Pathos-Geschichte verstehen, aber die Stimme gibt den Pathos halt nicht her. Also was mich wirklich am eklatantesten stört an der Platte, ist der quakt, der quietscht, der hat die Gesangsmelodien ähneln sich auch so sehr, dass ich damit halt wirklich nichts anfangen kann. Ich habe mir die Platte kein einziges Mal durchhören können. Also die ist auch viel zu lang. Die ist viel zu lang. Die dauert über 50 Minuten, die Platte. Und die versuchen sehr viel reinzupacken, aber im Prinzip ist das auch gekünstelt und die haben einen eigenen Stil und mit dieser Stimme kann ich den Stil nicht 50 Minuten hören. Ja, aber also das Problem ist doch immer... Und übrigens, das funktioniert ja ganz gut, wenn ich in einem Alternativclub mal eine Single höre. Das heißt, die haben auf jeden Fall sind die vollkommen singletauglich, aber nicht eine Platte über diese Distanz, keine Rockoper in dem Alter. Ja, Rockoper natürlich auch total, was Green Day in Perfektion, also oder wirklich, was heißt in Perfektion, ist ja sowieso, The Who haben ja auch schon. Ja, vor allem Green Day ist eine Sache. Ich habe auch, als ich die Platte hörte, habe ich sofort gedacht, oh, Kampfansage an American Idiot. So auch mit der Produziertheit dieser Sache ist eine andere Sache, aber worauf ich hinaus wollte, ich war wirklich überrascht, ich wollte die Platte scheiße finden, weil ich auch die Platte davor im Gegensatz zu dir extrem langweilig und unwichtig fand, wollte die Platte scheiße finden, habe sie gehört, war sehr überrascht von der großen und fulminanten Produktion und dem Aufwand, bin dann zum Konzert gegangen und dachte, wow, das müssen sie jetzt erstmal wirklich richtig gut machen. Und was war es? Eine komplette Enttäuschung. Also diese Platte klingt nach Minimum 20 Musikern und live auf der Bühne sind es dann doch wieder nur die 5 Mann, die eine Rockshow spielen. Und das mit diesen aufgesetzten Kostümen und dann auch noch zu wenig Bühnenbild. Und der Sänger sieht schwul aus. Und der Sänger sieht wirklich ohne Scheiß. Dieser Typ möchte irgendwie dieses Oktavgeriffe, letzte Platte musikmäßiger rüberbringen, aber dann optisch das neue Ding mit... auf einmal Freddie Mercury posen, die ihm 0% stehen, wenn er das live macht. Das passt nicht. Ne? 20 Sekunden später, da steht, let me see those circle pits down there. Und tut mir leid, es war einfach, also nach einer halben Minute war ich schlecht gelaunt und musste wirklich vor Ende des Konzerts gehen, weil ich es nicht durchgehalten habe. Ich würde auch noch weiter kritisieren gerne, bitte, aber ich glaube, wir brauchen mal Negativnoten hier. So, okay. Wer fängt an? Musikalische Leistung der einzelnen Spieler, super. Vor allem im Angesicht von dem, was sie vorher gemacht haben. Eine mega Weiterentwicklung, spielerisch. Aber es geht alles so in die Hose. Die Platte
da werde ich mich in 2 Jahren nicht mehr dran erinnern. Ich gebe schweren Herzens eine 4. Okay. Ausreichend, gerade so. Nee, 4-. So, 4-. 4-. Mann! Gut. Ich finde, die spielen so sehr mit den Klischees. Die sind so, das ist so kalkuliert auf eine bestimmte Szene. Und diese Szene haben wir, glaube ich, alle seit Jahren schon satt. Und deswegen bei mir auch eine... Und wir sind zu alt. Und wir sind zu alt, ja. Ich gebe auf jeden Fall eine glatte 4. Also bei mir ist es mal wieder so, weil ich das Album davor so mochte und so und weil ich auch finde, dass sie es immer noch nach wie vor eigentlich können. Und ich ihnen auch anrechne, dass sie versucht haben, einen draufzusetzen, was anderes zu machen, obwohl es ja natürlich total geklaut ist. Wahrscheinlich stehen da 87 Leute um die rum und belabern die und sagen, boah, ihr seid so geil, ey, und ich habe 2 Millionen Platten verkauft. Aber ich gebe ihnen trotzdem 3-. Ich gebe ihnen 3-, weil ich weiß nicht, ich höre es mir gerne an. 3-. Klar, es ist, also diese Platte steht eigentlich für alles, was ich wirklich abgrundtief scheiße finde. Ich kann eigentlich nur leider nur eine 6 geben. Null Abiturpunkte. Sagen wir, das Problem ist, sagen wir so, wenn es jetzt darum gehen würde, dass diese Leute irgendwie in die nächste Klasse versetzt werden, würde ich trotzdem eine 6 geben. Welche Plattenfirma? Ich würde keine 5. Warner. Oder? Nee, oder? Doch. Warner. Warner, wie viel Produktionskosten? 5 Millionen Dollar, 10 Millionen Dollar? Ihr bekommt 0 Punkte vom musikalischen Quartett von unserem Gast, Sir Klaus Lyon. So, ja. Das gibt eine Gesamtnote. Das gibt eine Gesangspfote. Eine Gesangspfote ja. Von XYZ steht. Du musst es ein bisschen. Oh, mehr. Eine 4-. Eine 4-. Herzlichen Glückwunsch zu My Chemical Romance. Jawohl. Das ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis von 0. Okay, Freunde, vielen Dank. Das war die erste Folge des musikalischen Quartetts. Schön, dass ihr zugeguckt habt und es bis zum Ende ausgehalten habt. Hier gibt es jeden Monat neue 3 Platten zu besprechen. Schaltet wieder rein, wenn ihr Bock habt. Auf der Homepage gibt es noch ganz viele andere Informationen. Zum Beispiel unsere persönlichen Top 5 der aktuellen Platten, die wir total gerne mögen. Und erzählt euren Freunden davon, dass es uns gibt. Fuck Your Authority TV. Santé. 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 Oh, wow.